Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch die Immo Ranger IQ vorstellen. Das ist das Nachfolgemodell der beliebten Ranger Pro. Verfügt über ein paar interessante Features, wie zum Beispiel der Personenverfolgung oder der Geräuscherkennung, und hat eine KI integriert, beziehungsweise hat jetzt sogar eine verbesserte KI integriert, die jetzt auch noch Personen von Gegenständen unterscheiden kann und somit die Fehlalarme auf ein Minimum reduziert. Also, falls ihr Interesse an dieser Kamera habt, bleibt dran und denkt dran, lasst einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr noch kein Abo habt, klickt hier unten oder hier, weiß ich jetzt gar nicht, auf Abonnieren, und so verpasst ihr dann kein Video. Also, viel Spaß mit dem Video, bis gleich. Das hier ist jetzt die neue Ranger IQ. Die Kamera wurde mir von der Firma Immo zur Verfügung gestellt für dieses Video. Deswegen steht hier oben in einem Eck oder unten irgendwo in einem Eck auch Werbung drin. Ich wollte die Kamera vor einiger Zeit schon mal testen, hatte damals aber nicht geklappt. Umso mehr habe ich mich gefreut, als mich Immo gefragt hat, ob ich die neue Ranger IQ für sie hier vorstellen möchte. Habe ich natürlich sofort ja gesagt. Und ja, wie sich die Kamera geschlagen hat, das zeige ich euch jetzt. Zum äußeren Erscheinungsbild: die Ranger IQ sieht genauso aus wie die Ranger Pro. Am Design hat sich nichts geändert. Ich vermute mal, das liegt daran, dass das Design schon ganz ansprechend ist, und ich denke mal, das gefällt nicht nur mir, sondern bestimmt auch noch ein paar anderen Leuten, und das spiegelt, glaube ich, auch die Rezensionen auf Amazon wider. Mich haben besonders zwei Features interessiert, zum einen die Personenverfolgung, da sich das Ganze hier drehen lässt, und zum anderen die Geräuscherkennung. Die Personenverfolgung, die kannte ich schon von einer anderen Kamera, die ich vor kurzem getestet habe. Aber bei ihr war das Problem, dass die Bildqualität nicht so berauschend war. Und umso mehr freut es mich, dass ich jetzt die hier zum Testen bekommen habe. Die Geräuscherkennung war das andere Feature, was mich interessiert hat. Das kannte ich jetzt auch aus einem anderen Video, beziehungsweise von einer anderen Kamera. Aber bei der anderen Kamera handelt es sich um eine Außenkamera, und deswegen war sie jetzt für meinen Anwendungsfall nicht unbedingt geeignet. Deswegen passt das hier ganz gut. Die Ranger IQ soll bei uns im Kinderzimmer zum Einsatz kommen oder ist dort zum Einsatz gekommen. Dort benötige ich die Personenverfolgung, damit der Kleine immer im Sichtfeld bleibt, falls er im Kinderzimmer spielt, und dann, ja, geht die Kamera hin und verfolgt den die ganze Zeit und ist halt, wie gesagt, immer im Sichtfeld. Und das andere ist die Geräuscherkennung. Die nutzen wir dafür, oder wollen wir dafür nutzen, dass, wenn er weint und wir das irgendwie nicht mitbekommen sollten, dann gibt es eine Benachrichtigung aufs Handy, dass er weint oder dass ein Geräusch erkannt wurde, und dann kann man nachgucken, was da los ist. Die Kamera, die haben wir jetzt seit circa 3 bis 4 Wochen bei uns im Betrieb, und wie sie sich geschlagen hat, wie die Bildqualität ist und so weiter, das möchte ich euch gleich zeigen. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch aber noch mal kurz zeigen, was alles im Lieferumfang dabei ist. Da wäre einmal hier die Kamera an sich, dann haben wir hier ein USB-Netzteil mit einem 3 Meter langen Kabel. Dann ist hier so eine Bedienungsanleitung und so ein Quick-Start-Guide. Dann ist hier noch so ein Rubbellos, wo man was gewinnen kann. Und dann haben wir hier noch so eine Montagehilfe für die Decken- oder Wandmontage. Das kennt man von Rauchmelder, die haben hier so ein ähnliches System. Das heißt, das hier schraubt man an die Wand oder an die Decke, und dann kann man das hier einfach so einklipsen und befestigt dann die Kamera an der Wand oder an der Decke. Zur Kamera an sich: hier hinten haben wir den SD-Kartenslot, hier unten ist die Spannungsversorgung, hier haben wir das LAN-Kabel, und hier unten ist so ein kleiner Reset-Knopf. Wenn man den 5 bis 10 Sekunden gedrückt hält, wird die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und wenn man den nur kurz drückt,
Dann wird der WPS-Modus aktiviert, da die Kamera natürlich auch über WLAN verfügt. Aber Achtung, die Kamera verfügt nur über das 2,4 GHz Netzwerk. Das heißt, sie kann nicht in einem rein 5 GHz Netzwerk betrieben werden, was aber eigentlich kein Problem sein sollte, weil das 2,4 GHz Netzwerk eigentlich immer aktiviert ist. Ein paar technische Daten zu der Kamera. Die Kamera zeichnet in 1080p auf, verwendet dabei als Videocodec den neuen H265-Codec. In diesem Modus zeichnet sie dann mit bis zu 25 Frames pro Sekunde auf. Und im älteren H264-Codec-Modus zeichnet sie mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf oder Frames per Second, wie man es nennen will. Die Kamera an sich, die verfügt über ein Infrarot- bzw. ein Nachtsichtmodus, kann wie vorher erwähnt Personen von Objekten unterscheiden. Ein interessantes Feature ist dieser Privatmodus. Da fährt nämlich hier diese Kameralinse bzw. das Objektiv hier nach unten und dadurch ist dann sichergestellt, dass die Kamera wirklich nichts aufzeichnet. Also zumindest kann sie kein Bild mehr aufzeichnen, wenn die Linse hier unten ist. Außerdem verfügt die Kamera über ein Zwei-Wege-Audio. Das heißt, wir haben hier hinten einmal einen Lautsprecher und hier an der Seite ist das Mikrofon verbaut. Und das bedeutet, man kann sich mit dem Einbrecher oder mit seinem Kind oder wo auch immer das Einsatzgebiet dieser Kamera ist, sich dann unterhalten. Wie die Qualität ist des Mikrofons und des Lautsprechers, das zeige ich euch gleich noch. Achso, und fast vergessen, die SD-Karte kann jetzt Speicherkarten mit bis zu 256 GB aufnehmen, beziehungsweise unterstützt Speicherkarten mit bis zu 256 GB. Die Pro-Variante konnte in Anführungsstrichen nur 128 GB Speicherkarten maximal aufnehmen, aber selbst das ist schon genug. Die Kamera an sich, die kann sich fast um 360 Grad drehen. Die maximale Drehung beträgt 355 Grad. Horizontal und vertikal sind es 90 Grad. Außerdem unterstützt die Ranger IQ das ONFI-Protokoll sowie CGI-Befehle und AirFly. Das konnte die Pro-Variante, soweit ich weiß, beziehungsweise es wird nicht explizit in den Spezifikationen der Pro erwähnt. Dort stehen diese drei Sachen nicht drin, dass sie unterstützt werden. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die Inbetriebnahme an, dann kurz das Menü und was man da so einstellen kann und dann zeige ich euch ein paar Videos und ein paar Bilder, damit ihr euch eine Vorstellung von der Bildqualität machen könnt und später blende ich euch dann auch nochmal einen Rabattcode für Amazon ein, womit ihr bei einer Bestellung bei Amazon für diese Kamera nochmal 20% extra bekommt oder 20% sparen könnt. So, dann fügen wir die Kamera mal hinzu. Ich habe sie hier angeschlossen, Spannungsversorgung rein und dann fängt die hier rot an zu leuchten. Hier ist nämlich eine LED, die kann man aber auch abstellen im Betrieb, falls das einen stört. Die Kamera braucht jetzt ein paar Sekunden, bis sie hochgefahren ist. In der Zeit könnt ihr die App installieren. Es gibt hier einen QR-Code an der Seite oder ihr geht einfach in den Play Store oder App Store und ladet dort die Immo-App runter. So, beim Hochfahren fährt sie einmal an die Anschlagpunkte, also einmal komplett hoch und einmal links oder rechts einmal komplett. Und ich weiß nicht, vielleicht kalibriert sie sich oder irgendwie sowas. Die Geräusche, die die Kamera bei der Bewegung macht, sind sehr leise. Sie sind hörbar, aber sie sind nicht störend wie bei einigen anderen Kameras. Wenn sie hochgefahren ist, dann leuchtet das Ganze hier grün.
Und das bedeutet dann, dass die Kamera betriebsbereit ist bzw. blinkt dann grün. So, wenn ihr die Kamera in Betrieb nehmen wollt, dann müsst ihr einfach nur hier den QR-Code scannen. Dann wird euch jetzt hier das Modell angezeigt, das ihr habt. Klickt auf Weiter, dann wird die Kamera hinzugefügt oder gesucht. Dann könnt ihr hier jetzt einen Namen vergeben. Klickt auf Erledigt. Jetzt kommt hier noch mal ein bisschen Werbung. Falls ihr eine Cloud haben wollt, könnt ihr das aktivieren. Falls nicht, lasst ihr das. Ich drücke auf Später. Und dann ist die Kamera eigentlich schon in Betrieb. Jetzt können wir sie mal einschalten. Dann sehen wir hier das Bild. Und ja, das ist im Endeffekt, das war's eigentlich schon. Die Kamera ist in Betrieb und funktionsbereit. Dann stelle ich euch jetzt noch einmal kurz das Menü vor, was ihr hier machen könnt. Ihr habt hier unten diesen Button, um die Kamera zu bewegen. Das sind diese PTC-Steuerung oder ja, damit kann man halt die Kamera steuern. Ihr könnt sie nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und ja, was man halt so machen kann mit so einer Steuerung. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal kurz das Menü an und die Einstellungsmöglichkeiten und dann zeige ich euch ein paar Videos, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Also hier oben auf die Mutter oder auf das Getriebezeichen, dann habt ihr hier die Versionsnummer oder Modellnummer von eurer Kamera. Hier sind jetzt ein paar Daten zu sehen, nichts von Bedeutung, dann hier Geräteprogrammversion. Auch uninteressant bei den Funktionen. Dort könnt ihr sehen, was alles aktiviert ist. Das heißt, ihr habt hier 1080p Sprechen, PTC, Privatsphäre-Modus, Personenerkennung und so weiter und so fort. Das ist hier drin. Dieses Hub, das ist etwas Neues. Ich vermute mal, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man Zubehörteile kaufen für diese Kamera, das heißt zum Beispiel eine Sirene oder Fensterkontaktsensoren und man kann das Ganze mit der Kamera dann verbinden. Hub-Modus-Einstellung, das ist gerade, was ich erwähnt habe, da kann ein bisschen experimentiert werden, falls man dieses Zubehör hat. Da ich es nicht habe, konnte ich es jetzt auch nicht testen und kann auch nicht mehr dazu sagen. Bei Benachrichtigung, dort könnt ihr jetzt aktivieren, ob ihr im Alarmfall benachrichtigt werden wollt oder nicht und könnt auswählen, ob ihr benachrichtigt werdet, wenn das Gerät offline ist. Macht Sinn, würde ich auf jeden Fall aktivieren. Dann Armeinstellung ist ein bisschen komisch übersetzt. Diese Übersetzer oder Übersetzungsfehler gibt es häufiger, aber man weiß, was damit gemeint ist. Armeinstellung ist einfach nur ja, Alarmeinstellungen, wann das ausgelöst werden soll, wann das scharf geschaltet werden soll. Okay, bei Armeinstellungen könnt ihr die Bewegungserkennung aktivieren. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, jetzt gleich Bewegung erkannt, dann habt ihr noch die Möglichkeit, dass ihr nur benachrichtigt werdet, wenn eine, hier steht jetzt menschliche Form erkannt wurde, also wenn eine Person erkannt wurde, wenn ihr jetzt irgendetwas vor die Kamera haltet, so wenn es jetzt deaktiviert ist, dann gibt es sofort einen Alarm und falls ihr das hier aktiviert, gibt es nur einen Alarm, wenn wirklich eine Person erkannt wurde. Aktiviere ich gleich, jetzt noch nicht, ansonsten spinnt die Kamera hier rum. Smart Tracking, das ist diese Personenverfolgung oder Objektverfolgung, je nachdem, wenn man den Haken hier oben bei menschliche Form aktiviert hat, dann verfolgt die Kamera nur menschliche Objekte oder nur Personen. Und wenn ihr den nicht aktiviert habt, dann würde bei Smart Tracking die Kamera alles verfolgen, was sich bewegt. Armperiode-Einstellung. Das ist einfach, wann die Kamera aktiv sein soll. Hier könnt ihr halt einstellen, ob sie zu bestimmten Zeiten nur aktiviert wird oder wie hier in meinem Fall jetzt auf dauernd aktiviert ist. Empfindlichkeitseinstellungen, wie der Name schon sagt,
Wie empfindlich sollen die Sensoren, die KI oder Bildverarbeitung hier drin sein, wenn eine Bewegung erkannt wird? Ich habe es die ganze Zeit auf 3 stehen gehabt und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Dann haben wir hier noch die Regionseinstellung. Das ist eigentlich ganz interessant. Das hier bedeutet, so wie es jetzt ist, dass alles orange ist, bedeutet, dass er alles scannt, beziehungsweise wenn hier in diesem Bereich eine Bewegung stattfindet, dann wird ein Alarm ausgelöst. Wenn ihr hier auf Umkehren drückt, das wäre jetzt gar nichts, wäre aktiv. Und wenn ihr hier diesen Radiergummi, wenn er weiß ist, wenn ihr das so benutzt, dann könnt ihr hier, Entschuldigung, wenn der orange ist, bedeutet es, dass ihr orangene Sachen weglöschen könnt. Und wenn er weiß ist, bedeutet es, dass ihr weiße Flächen orange macht. Das heißt, ihr könnt, wenn wir jetzt hier mal alles leeren machen und sagen, wir wollen nur hier diesen Fernseher aktivieren, dann haben wir hier diesen Radiergummi und zeichnen nur dort den Fernseher ein. Und das würde bedeuten, dass nur dort Bewegungen erkannt werden oder nur dort Bewegungen geprüft werden. So, machen wir wieder leeren und umkehren und jetzt ist wieder überall aktiv. So, das war die Erkennungsregion-Einstellung. Dann haben wir hier Alarmtoneinstellungen. Hier ist das besagte Zubehör, was man hier dazu kaufen kann, wie zum Beispiel eine Sirene oder Fensterkontaktsensoren. Da ich es nicht habe, konnte ich es nicht testen und kann auch nicht mehr dazu sagen. Abnormale Tonalarm, auch wieder eine super Übersetzung, aber bedeutet nichts anderes, wie dass, wenn ein Geräusch erkannt wird, gibt es einen Alarm. Wenn ich das jetzt aktiviere, wird es die ganze Zeit Alarme geben, weil ich direkt neben der Kamera bin und rede und dann gibt es sofort Alarme, aber ich zeige es euch trotzdem. Das heißt, ich aktiviere es hier. Jetzt kann man hier einstellen, wie viel Dezibel oder wie empfindlich das Ganze sein soll. Ihr seht, ich habe jetzt ganz normal geredet, bin aber direkt neben der Kamera, deswegen hat das sofort ausgelöst. Im Normalfall ist es so, dass bei 70 Dezibel, wenn man die Kamera in ungefähr 3 Meter Entfernung aufstellt und in die Hände klatscht, dann ist das gerade so die Schwelle, wo sie auslöst. Hier kann man auch einstellen und hier ist auch ein bisschen erklärt, was 70 Dezibel sind. 70 Dezibel hier steht jetzt belästigend, 60 laute Konversation, 50 normales Gespräch, 80 gefährlich und 90 hochgefährlich. Auch ein bisschen seltsam übersetzt, aber da kann man sich ja ein bisschen rantasten. Ich mache das jetzt mal auf 90 und hoffe, dass es nicht die ganze Zeit auslöst. So. Das war abnormale Tonart. Smart Tour, das habe ich ehrlich gesagt nicht herausfinden können, wie das Ganze funktioniert. Ich muss da vielleicht nochmal mit Immo sprechen und fragen, was sie sich dabei gedacht haben oder wie das Ganze funktionieren soll. Geplant oder wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, wenn man hier die Favoritentour startet oder anlegt, kann man hier, also ich aktiviere das mal, sage hier Favoritentour, ich habe jetzt noch keine erstellt, aber dann sagt man hier Tourzeitraum und legt fest, wann das Ganze abgefahren werden soll. Das heißt, man legt Favoriten fest, das zeige ich euch gleich nochmal, und dann würde die Kamera in bestimmten Abständen zu diesen Favoriten hinfahren und aufzeichnen. Das heißt, so stelle ich es mir zumindest vor. Die Kamera ist zum Beispiel draußen oder drin montiert und die Wohnung oder der zu überwachende Raum ist relativ groß. Dann kann man einstellen, dass sie zu einer bestimmten Zeit einmal dorthin fährt, einmal dort, einmal dort, damit man das ganze Geschehen im Blickfeld hat. So stelle ich es mir vor, hat aber leider nicht geklappt. Ich habe es jetzt mehrmals probiert, hat aber nicht funktioniert. Ich probiere euch die Info aber nochmal nachzuliefern, falls ich die Info nochmal kriege. Panoramatour, man kann ein Panoramabild erstellen, das zeige ich euch auch noch. Und dann kann man anhand dieses Panoramabildes auf bestimmte Punkte im Bild klicken und die Kamera fährt dann zu diesem Punkt. Also das ist richtig praktisch, hat mir sehr gut gefallen.
So, das war die Smart Tour Cloud Speicher. Wie der Name schon sagt, kann man die Videos in die Cloud speichern, lokaler Speicher. Dort wird einem die Speicherkarte angezeigt. Hier ist sie jetzt leer und kann die Speicherkarte zum Beispiel auch formatieren. Außerdem haben wir hier noch einen lokaler Datensatzplan. Das bedeutet nichts anderes wie, hier kann man auswählen, dass ein Video gespeichert werden soll. Das ist gerade aktiviert. Dann kann man sagen, in was für einer Auflösung soll das Ganze gespeichert werden. Und bei allgemeiner Datenspeicherung, das bedeutet einfach, dass die Kamera kontinuierlich aufzeichnet, wenn man das aktiviert hat. Wenn man das aktiviert hat, kommt hier der Aufbewahrungszeitraum und dort kann man einstellen, wie lange eine Aufnahme gespeichert werden soll. Wenn die Speicherkarte einmal voll ist, wird das erste Video wieder gelöscht und ein neues Video. Das gibt dann halt so eine ständige Datenspeicherung. Angepasste Verschlüsselung, da habe ich gar nichts mitgemacht. Gerät teilen, da kann man das Gerät mit Familienmitgliedern teilen. Netzwerkkonfig, die Netzwerkkonfiguration und bei mehr kann man noch ein bisschen was einstellen. Zum Beispiel, ob das Infrarotlicht automatisch eingeschaltet werden soll, wenn es dunkel wird. Gerät anzeigen, auch wieder ein bisschen komisch übersetzt. Das ist diese grüne LED, die hier ist. Wenn ich die hier auf dem Video jetzt deaktiviere, dann geht das Ganze aus. So. Jetzt ist es ausgegangen, das grüne Licht, und wenn ich es wieder aktiviere, geht es wieder an. Das ist das. Gerät pieps, das bedeutet, dass sie irgendwie Geräusche macht. Kamera umdrehen, da wird das Kamerabild umgedreht. Und bei Zeitzone stellt ihr halt euren Standort ein, in unserem Fall Deutschland UTC+1. Datumsformat, dort könnt ihr einstellen, wie das Datum aussehen soll, also Jahr, Monat, Tag oder Monat, Tag, wie auch immer, selbsterklärend. Starten Sie neu, damit könnt ihr das Gerät einfach einmal neu starten. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal ein paar andere Sachen in der App an, wie zum Beispiel jetzt diese Panoramatour, die ich bevor erwähnt habe. Dazu geht ihr hier einfach in der Mitte auf den Button und dann steht hier, dass kein Panoramabild verfügbar ist. Klickt einfach einmal hier auf diesen Text drauf und jetzt wird ein Panorama von der Wohnung erstellt. Das heißt, die Kamera dreht sich einmal um sich selbst und filmt halt alles einmal bzw. macht ein Foto von allem. Es dauert jetzt eine gewisse Zeit. Wir warten, bis es fertig ist. So, das hat jetzt ca. 10, 15 Sekunden oder sowas gedauert. Jetzt steht hier, dass das Bild erstellt wird und müsste dann auch gleich fertig sein. Und dann ist es so, ihr könnt einfach hier auf das Bild irgendwo klicken und dann fährt die Kamera an diese Position. Das ist, finde ich, ziemlich praktisch. Dann muss man nicht mit diesem PTC-Steuerknopf da arbeiten und das ist viel komfortabler. So, Bild sollte jetzt gleich fertig sein. So, das Bild ist fertig. Jetzt seht ihr hier unten das Panoramabild, was zusammengesetzt wurde. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf den Kamin klicke, dann fährt die Kamera auf diese Position. Das gleiche, wenn ich hier auf die Bilderrahmen auf der rechten Seite klicke, dann fährt die Kamera dort auf diese Position. Hier jetzt auf den Fernseher, dann positioniert sie den Fernseher an. Also das ist ziemlich praktisch. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, dass ihr Favoritenpunkte erstellt. Das heißt, wenn dieser Fernseher jetzt ein Favorit sein soll, dann klickt ihr hier unten auf den Stern drauf und könnt hier auf dieses Pluszeichen klicken. Könnt hier jetzt zum Beispiel TV eingeben. Und dann ist das hier ein Favoritpunkt. Wenn wir hier zurückgehen und sagen hier Sofa, ich soll mal aufs Sofa drehen und erstellen hier jetzt einen Favorit, wieder aufs Pluszeichen, geben Sofa ein oder Sofa. Und dann ist das hier der zweite Favoritpunkt. Das heißt, wir klicken jetzt hier einfach auf unsere Favoriten, Fernseher, dann fährt die Kamera die bevor gespeicherte Position ab oder an.
Und wenn wir hier aufs Sofa klicken oder Sofa, dann fährt sie wieder zum Sofa. Also das ist ein richtig nützliches Feature. Jetzt ist natürlich ein Alarm ausgelöst worden durch die Bewegungserkennung, weil ja nicht unterschieden wird zwischen Menschen und Personen. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie die Personenerkennung funktioniert. Dafür gehe ich hier mal in die Einstellungen, in die Armeinstellungen und sage menschliche Formen erkennen. Und wenn ich jetzt hier mit meinem kleinen Ding hier vor die Kamera gehe, dann darf kein Alarm ausgelöst werden, obwohl sich hier irgendetwas vor der Linse bewegt. Wenn ich jetzt das Ganze deaktiviere und mit hier vor der Kamera rumspiele, dann wird es einen Alarm auslösen. Das zeige ich euch auch noch mal kurz, um das noch mal zu demonstrieren, dass es jetzt auf jeden Gegenstand reagiert. So, menschliche Erkennung ist deaktiviert und wenn ich jetzt hier durch die Kamera gehe, dann müsste relativ zeitnah ein Alarm kommen. So, wie ihr seht, das Ganze hat funktioniert. Der Alarm ist relativ schnell gekommen und das liegt daran, dass die Bilderkennungssoftware einfach gemerkt hat, da hat sich was verändert und hat sofort Alarm geschlagen. Und wenn man dieses menschliche Erkennung aktiviert, dann löst es bei so Sachen halt nicht aus. Jetzt testen wir das Ganze nochmal mit der menschlichen Erkennung. Das heißt, ich aktiviere hier menschliche Erkennung und dann laufe ich mal durchs Bild und dann sollte die Kamera Alarm schlagen, weil sie mich im Bild erkannt hat. So, das Ganze ist eingestellt. Beziehungsweise wir können auch gleichzeitig nochmal dieses Smart Tracking aktivieren, damit ihr seht, dass das Ganze auch funktioniert. Also Smart Tracking ist aktiviert und menschliche Person ist aktiviert. Und ich laufe jetzt mal von hinten in die Kamera rein und dann sollte mich die Kamera erkennen und in meine Position wechseln oder mich dort verfolgen. So, jetzt laufe ich hier am Fernseher lang und wie ihr seht, die Kamera hat mich erkannt. Hier kommt jetzt als Benachrichtigung auf dem Handy, dass Human Detection registriert wurde und dass ein Alarm ausgelöst wurde. Und wenn ich mich jetzt hier im Raum bewege, seht ihr, die Kamera verfolgt mich und selbst wenn ich zügig gehe, die Kamera schafft es eigentlich immer, dass sie mich im Blickfeld behält. So, also das funktioniert, wie ihr seht. Jetzt würde ich sagen, teste ich das Ganze nochmal bei Nacht und dann seht ihr, wie das Ganze bei Nacht aussieht. So, jetzt ist es hier dunkel, ganz dunkel schaffe ich es nicht, weil hier hinten schaut nochmal ein bisschen oder der Rollo geht nicht komplett runter, aber in diesem Zimmer ist es relativ dunkel. Und wie ihr seht, auch hier, wenn ich mich hier im Raum bewege, das Ganze funktioniert auch. Ich bin jetzt circa 3-3,5 Meter von der Kamera entfernt und ich denke, ich bin immer noch gut sichtbar. Und die Verfolgung, die funktioniert genauso wie im Hellen. Da gibt es keine Probleme zur Entfernung. Hier hinten sind es jetzt wahrscheinlich irgendwas um die 5 Meter Entfernung. Nachricht ist wiedergekommen, dass sie mich Personenerkennung erkannt hat. Ich mache mal hier ein paar Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Also es sind gut 5 Meter die Entfernung. Und ich finde, die Bildqualität auch bei schnellen Bewegungen ist relativ gut. Okay, wie ihr also gesehen habt, ist die Qualität des Bildes oder der Videos ist relativ gut. Ich packe euch jetzt auch nochmal ein paar Videos in voller Auflösung jetzt im Anschluss nochmal dran, damit ihr euch in voller Entfaltung der Qualität mal
anschauen könnt, wie das Ganze aussieht. Ansonsten, ihr habt ja gesehen, die Personenverfolgung funktioniert. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt nochmal die Objektverfolgung an für nichtmenschliche Bewegungen. Das heißt, ich deaktiviere hier die menschliche Form. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ins Kamerabild reingehe, Moment, das zeige ich euch mal. Wenn ich hier mit meiner Hand reingehe, wie ihr seht, macht die Kamera gar nichts. Die verfolgt den Arm nicht oder die Hand nicht, weil das keine menschliche Form ist. Wenn ich das Ganze jetzt aber aktiviere bzw. deaktiviere, diese menschliche Formerkennung, dann geht die Kamera hin und verfolgt meine Hand bzw. hier meinen Schlüsselanhänger. Wie ihr seht, die ist sofort dorthin gegangen und hat das Ding sofort verfolgt. Jetzt schaffe ich es nicht. Ihr seht auch hoch runter. Ist jetzt nicht so einfach, weil die meine Hand die ganze Zeit in dem Bild drin ist. Aber auch das, wie ihr seht, funktioniert. Die Kamera verfolgt einen sofort. Und wenn sie keine Bewegung mehr erkennt, dann fährt sie wieder in ihre Grundposition zurück. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und ja, das funktioniert also auch. So, jetzt ist sie wieder in ihrer Grundposition, wo sie vorher war, und dort bleibt sie, bis sie halt wieder ein Objekt erkennt. Also, das hat auch funktioniert. Ich denke, dann haben wir alle Punkte, die es über diese Kamera gibt, abgearbeitet. Wie ihr seht, funktioniert das alles und die Bildqualität ist auch gut. Ich werde euch jetzt nochmal im Anschluss an diesem Video nochmal ein bisschen Videomaterial und Bildmaterial einfügen, damit ihr das Bild, was gerade aufgenommen wurde, nochmal in voller Auflösung sehen könnt und euch so einen Eindruck verschaffen könnt, wie die Qualität der Kamera oder des Bildes und des Tones ist. Ansonsten hoffe ich euch, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und es hat euch gefallen. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, wie am Anfang geplant, aber ich wollte euch das recht ausführlich zeigen und nicht einfach nur so schnell sagen, ja, die Kamera ist gut und vertraut mir, glaubt mir. Ihr habt es jetzt selber gesehen, es funktioniert alles und die Bildqualität ist auch gut. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls dem so war, denkt dran, lasst ein Like da und ein Abo, falls euch das Video gefallen hat. Würde mich über beides sehr freuen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß mit eurem smarten Zuhause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, jetzt laufe ich hier am Fernseher lang. Und wie ihr seht, die Kamera hat mich erkannt. Hier kommt jetzt als Benachrichtigung auf dem Handy, dass Human Detection registriert wurde und dass ein Alarm ausgelöst wurde. Und wenn ich mich jetzt hier im Raum bewege, seht ihr, die Kamera verfolgt mich und selbst wenn ich zügig gehe, die Kamera schafft es eigentlich immer, dass sie mich im Blickfeld behält. So, also das funktioniert, wie ihr seht. Jetzt würde ich sagen, teste ich das Ganze nochmal bei Nacht und dann seht ihr, wie das Ganze bei Nacht aussieht. Alexa, Wohnzimmer runter einschalten. Okay. So, jetzt ist es hier dunkel, ganz dunkel schaffe ich es nicht, weil hier hinten schaut noch mal ein bisschen, oder der Rollo geht nicht komplett runter, aber in diesem Zimmer ist es relativ dunkel. Und ja, wie ihr seht, auch hier, wenn ich mich hier im Raum bewege, das Ganze funktioniert auch. Ich bin jetzt circa 3-3,5 Meter von der Kamera entfernt und ich denke, ich bin immer noch gut sichtbar. Und die Verfolgung, die funktioniert genauso wie im Helm. Da gibt es keine Probleme zur Entfernung. Hier hinten sind es jetzt wahrscheinlich irgendwas um die
5 Meter Entfernung. Nachricht ist wiedergekommen, dass sie mich Personenerkennung erkannt hat. Ich mache mal hier ein paar Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Also es sind gut 5 Meter die Entfernung. Und ich finde, die Bildqualität auch bei schnellen Bewegungen ist relativ gut. Alexa, Wohnzimmer auf, einschalten. Jetzt ist so einfach, weil meine Hand die ganze Zeit in dem Bild drin ist. Aber auch das, wie ihr seht, funktioniert. Die Kamera verfolgt einen sofort. Ja, das funktioniert auch. So, jetzt ist sie wieder in ihrer Grundposition, wo sie vorher war.